Hallo, ich zeige euch heute, wie man mit diesen Materialien eine Mini-Armbrust basteln kann. Wir beginnen damit, dass wir auf der unteren Seite an beiden Seiten des Deckels eine Öffnung stechen. Die Öffnung muss groß genug sein, sodass ein Holzstiel durchpasst. Der beste Vorgang ist, mehrere kleine Löcher mit dem Vorstecher zu machen und diese anschließend mit einer Schere auszuweiten. So dass das Loch ungefähr so aussieht und ein Holzstiel durchpassen kann. Als nächstes machen wir auf der gegenüberliegenden Seite eine ähnliche Öffnung. So dass es dann ungefähr so aussieht und wir das Holzstiel von beiden Seiten durchschieben können. Sehr gut, ein Teil ist geschafft. Als nächstes müssen wir in der Mitte des Deckels zwei ähnliche Öffnungen machen. Wenn man fertig ist, sieht das ungefähr so aus und man kann das nächste Holzstiel durch die zwei Öffnungen schieben. Und so sollte das Grundgerüst der Mini-Armbrust ungefähr aussehen. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Loch für die Munition und das können wir ganz einfach mit dem Vorstecher durchstechen. Zu guter Letzt muss nur noch das Gummi ungefähr so drüber gelegt werden. Sehr gut, und so sieht die fertige Armbrust ungefähr aus und ist zum Abfeuern bereit. Als Munition können wir ganz normale Zahnstocher verwenden. Man sollte jedoch vorher das spitze Ende, was beim Abfeuern gegen das Gummi gedrückt werden sollte, mit einem Knipser abschneiden. Sehr gut, und schon kann die Armbrust abgefeuert werden. Und so sieht das Ganze aus, wenn man auf ein Ziel schießt. Der Zahnstocher bleibt in der Pappe zwar nicht stecken, hat aber trotzdem eine ganz schöne Wucht. Natürlich kann man seine Mini-Armbrust mit verschiedenen Mustern bemalen und unterschiedliche Deckelfarben einsetzen. Und nicht vergessen, Leute, nicht auf Lebewesen schießen. Das war's, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr es gerne bewerten, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.